Guten Morgen, Dschungelfreunde. Wir spielen heute ein aufregendes Spiel. Das ist der Dschungel und ich bin Tarzan. Und irgendwo da hinten, da kriegt Wollo herum. Der ängstlichste Löwe, den ich je im Dschungel gesehen habe. Danke, danke, Hilfe! Bitte rette mich! Die Schlange will mich fressen! Hilfe! Keine Panik, Wollo. Ich stelle euch jetzt erstmal den neuen Tarzan vor. Mr. Wolf Larsen. Ich bin Tarzan. Sie sehen mich am Sonntag in Sat 1. Hast du das gesehen, Sönke? Tarzan hat einen ganz großen Löwen bei sich. Oh, Hilfe! Ja, ganz schön riesig. Ob Tarzan da auch ein bisschen Angst hat? I just love animals. Ich mag Tiere. Eigentlich alle Tiere. Aber mein größter Favorit ist der Löwe. Ist doch sonnenklar. Sönkes größter Favorit ist ja auch ein Löwe. Aber sag mal, Sönke, schaffst du es heute noch, mich von dieser Schlange zu befreien? Hm? Ich komme! Beeil dich! Die Schlange hat den Setzling Hunger. Löwen schmecken gar nicht. Tarzan, was isst du eigentlich gerne? Oh, absolutely. Naja, ich bin in einem deutschen Elternhaus aufgewachsen. Und deshalb esse ich auch heute noch gern Bratkartoffeln und Rotkohl. German food, Bratkartoffeln und Rotkohl. Was? Rotkohl und Bratkartoffeln? Das klingt aber sehr deutsch. Ja, Tarzan ist ja auch in Deutschland aufgewachsen. Später ist er dann nach Kanada aufs College gegangen. Seitdem kann er auch nicht mehr so richtig Deutsch, weil es niemand mehr mit ihm spricht, ne? Ich würde aber viel mehr interessieren, was Tarzan so für Hobbys hat. Tarzan, was hast du so für ausgefallene Hobbys? Mostly just sports. I have my business, which I do in addition to the acting. So between those two, it doesn't leave me a lot of time to do anything else. So die meiste Zeit nimmt natürlich mein Beruf in Anspruch. Zwischendurch habe ich eigentlich kaum Zeit, aber wann immer es geht, treibe ich Sport. Zum Beispiel Volleyball, Basketball oder Squash. Ja, das kenne ich. Ich habe auch so wenig Freizeit. Schule und Hausaufgaben und Fernsehen machen, bei mir ist das ganz genauso. Angeber, warte, ich komme, ich muss noch mit diesem Krokodil hier fertig werden. Krokodil, Sönke, in Action! Bravo, Sönke! Aber mein größter Wunsch ist, dass du mich endlich von dieser schrecklichen Schlange hier befreist. Hilfe! Tarzan, was sind eigentlich deine Wünsche? So für die Zukunft und so? I just want to do fun things. Ich würde gerne lustige oder aufregende Dinge tun. Zum Beispiel eine Safari durch Kenia. Oder tauchen an der australischen Küste. Oder fischen in Alaska. Solche Dinge würden mir Spaß machen. Das würde ich auch ganz gern mal machen. Aber ich habe ja jetzt eine wichtigere Aufgabe. Ich muss diese Schlange besiegen. Komm her, du! Zack, Mund zu! Na, wie habe ich das gemacht? Wunderbar, Sönke. Halte sie fest. Ja, klar. Oh, Gott sei Dank. Zum Dank dafür lade ich dich jetzt ins Kino ein. Was möchtest du denn für einen Film sehen? Ach, das ist eine schwierige Frage, du. Aber wir können ja mal den Tarzan fragen, was er gerne für Filme sieht. Tarzan, was für Filme magst du denn? Animal films? I can't say that I've really seen that many recently, but when I was a kid, I used to love Black Beauty and... Als Kind habe ich gern Filme geschaut wie Black Beauty oder die Walt Disney Filme, zum Beispiel Dumbo oder Elefant. Naja, ich bin nicht gerade der Kinoexperte, der zweimal wöchentlich einen Film sieht. Aber einen guten Tierfilm schaue ich mir schon an. Love it. Danke, Mr. Larsen, das ist ein klasse Tipp. Wir schauen uns jetzt auch einen Tierfilm an. Kommst du mit? Aber natürlich komme ich mit. Okay, und ihr denkt dran, jeden Sonntag um 17 Uhr in Sat 1 die neuen Abenteuer des Tarzans. Ciao! Ah, halte sie fest! Ja. Oh. Stellt euch vor, wir sind mitten im tiefsten Dschungel. Um uns herum knistert's und knackt's in den Büschen. Überall hocken wilde Tiere und starren uns an. Sie lecken sich gierig die Schnauzen und ihre Mägen knurren leise. Aber wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Wir kämpfen uns durch den Urwald auf der Suche nach dem verfallenen Tempel. Und irgendwo muss dort das vergoldete Krokodil stehen. Aber plötzlich werden wir von drei Tigern angefallen. Sie springen von den Bäumen und sie schleichen geduckt um uns herum. Wollo, sie wollen uns fressen. Jetzt tu irgendwas. Du kannst doch mit ihnen sprechen. Sag was. Jan, was sollte das heißen? Das hieß, fresst mich nicht, ihr beißt euch an mir eh nur die Zähne aus. Nehmt Sönke, der schmeckt viel zarter. Hm. Kreativ! So,
Super Nintendos neuester Hit heißt Zelda und der reist mächtig mit. Abenteuer, Action, schwarze Magie, Drachen und Monster und Fantasy. Taucht ein in diese Zauberwelt und kämpft wie Link, der Superheld. Rettet die Prinzessin aus teuflischem Clown, dazu müsst ihr den Drachen die Rübe abhauen. Doch kaum denkst du, du bist am Ziel, macht ein Gruselreptil dich wieder mobil. Also zeig, was du kannst, steh deinem Mann, denn Zelda turnt dich tierisch an. Zelda und die unschlagbaren Welthits, nur für Super Nintendo. Nintendo, I want it all. Walt Disneys Meisterwerk Aschenputtel auf Video. Holen Sie sich jetzt die Kassette zum Schenken und immer wieder anschauen. Träume werden wahr mit Aschenputtel. Unten im Wasser lebt die Meerjungfrau. Ihr Haar glänzt märchenhaft pink und blau. Barbie, Barbie, guck mal, wie schön sich ihr Haar verfärbt. Barbie, Barbie, mit Zauberhaar pink und blau. Meerjungfrau Barbie, du hast was Besonderes. Dein Zauberhaar verändert im Wasser seine Farbe. Von Mattel. Hey, schon gehört? Dich gibt's jetzt auch als Videospiel. Wo gibt's denn sowas? Das ist Echo, der schlaue Delfin. Er verliert seine Familie, findet neue Freunde und feiert ein Wiedersehen. Echo, das Unterwasserabenteuer. Sega, der Bessere gewinnt. Hallo Kinder, ich bin Master Croc. Ich zeige euch die herzhaft lustigen Knabberkrokodile. Kommt schon, hier lang. Gleich sind wir da. Hier sind die neuen Krokodiles von Funny Frisch. Der gefährlich gute Knabberspaß. Krokodiles von Funny Frisch. Micro Machines Highways and Byways, der riesengroße Spielspaß. Ganze Städte für die Original Micro Machines zum immer wieder neu an- und umbauen. Highways and Byways, Micro Machines, die Originale. Tasmania, das teuflische Vergnügen. Das verfressenste Biest seit Erfindung des Krümelmonsters tobt durch abartige Jagdgründe und frisst sich durch die Widerwärtigkeiten des Dschungelalltags. Tasmania, einfach zuschnappen. Sega, der Bessere, gewinnt. Es gibt eine Sehnsucht in mir, alles, was mich stark macht, in mir zu haben, bei mir zu haben. Nicht außen, nicht auf dem Bankkonto, in der Garage oder im Kleiderschrank, sondern innen, bei mir. Ein wilder, freier Mann sein oder bleiben oder auch es wieder werden. Ein Mensch, der frei ist, ungezähmt, wild, mutig, entschlossen, traurig oder ausgelassen. Je nachdem, was dran ist, alles zu seiner Zeit. Aber aufmerksam in jedem Fall. Hm? So. Da werden wir als Adler geboren und landen früher oder später mit gestutzten Flügeln im Hühnerstall. Schön abhängig gemacht mit regelmäßigem Gehalt und guter Fütterung und jeder pickt und pickt und pickt. Jeden Tag, jede Woche, alle Jahre. Und immer hübsch nacheinander, damit ja keiner zu kurz kommt. Hm? Vom wilden Adler keine Spur mehr. Kein Zittern mehr im ganzen Körper, wenn morgens die Sonne aufgeht. Und auch kein Fliegen mehr und keine Erfahrung mehr zwischen Himmel und Erde und keine Freiheit mehr zwischen den Flügeln. Auch keine Ahnung mehr, was es eigentlich heißt, frei zu atmen. Kein Aufstieg mehr und auch kein freier Fall, sondern abhängig gemacht, gefangen. Von morgens bis abends und nachts auf die Stange gesetzt und Licht aus. Komme ich bloß heraus. Es gibt nur einen Ausweg aus diesem Käfig heraus. Und es gibt auch nur einen Ausweg, die Flügel wieder wachsen zu lassen. Und auch nur einen Ausweg, den fetten Bauch wieder zu verlieren und die Wildheit des Lebens wieder zu spüren. Futter verweigern. Futter verweigern und die Nabelschnur zerreißen, die einen fett gemacht hat, fett und krank. Diese ständigen Abhängigkeiten erkennen, mit denen man sich selbst knechtet und von anderen Leuten geknechtet wird. Aufhören mit dem Konsum. Fasten. Aufhören mit Essen und Trinken. Und was weiß ich, womit man sie gängelt. Fernsehen, Kneipe, schlechte Gewohnheiten. Und wieder Herr im eigenen Leben werden. Oder es wenigstens mal wieder versuchen. Heute anfangen und sich dann eine Zeit setzen. Sagen wir, bis Ostern. Weg mit dem Gift.
verzichten, um die Freiheit des Lebens wiederzufinden und die alte Kraft wieder zu entdecken, die einen fliegen lässt. Über alle Pensionsansprüche hinweg. Jetzt einsteigen. Jetzt anfangen zu fasten. Wenn Sie jetzt einsteigen, finden Sie in jeder Stadt, in jedem Dorf Leute, die mitmachen. Aktion 7 Wochen ohne. Damit du wieder frei wirst wie ein Adler. Ich bin Flick. Ich bin Flack. Wir lehren euch, wie spät es ist. Stehen wir so hier, zeigt die Uhr, Punkt 4. Wir rollen raus mit Saus und Braus. Flickflack, die Schweizer Uhr für Kinder. Jetzt neu, Flickflack, der Wecker für Kinder. Hey du. Ja? Mach mir den Cyber Razor Cut. Cyber Razor Cut? Achtung, Achtung, den Sega Mega Drive gibt's jetzt auch in der Askese-Ausführung. Also mit Servolenkung, aber ohne ABS, ohne Airbag, ohne Alufelgen, ohne elektrische Fensterheber, ohne von innen verstellbare Außenspiegel und ohne Spiele. Ohne mit der Wimper zu zucken, einfach so zu einem sensationellen Preis. Sega, der Bessere gewinnt. The better one wins. Die müssen verrückt sein. Den Schatz entdeckt. Den holen wir uns. Hey. Aha. Och, Menno. Galak hat eine Idee. Yippie. Galak ist die neue weiße Schokolade mit viel Gutem aus der Milch für Kinder von Nestlé. Im Wasser lebt die Meerjungfrau. Ihr Haar glänzt märchenhaft pink und blau. Barbie, Barbie, guck mal, wie schön sich ihr Haar verfärbt. Barbie, Barbie, mit Zauberhaar pink und blau. Meerjungfrau Barbie, du hast was Besonderes. Dein Zauberhaar verändert im Wasser seine Farbe. Von Mattel. Hallo Kinder, ich bin Master Croc. Ich zeig euch die herzhaft lustigen Knabberkrokodile. Komm schon, hier lang. Gleich sind wir da. Hier sind die neuen Krokodiles von Funny Frisch. Der gefährlich gute Knabberspaß. Krokodiles von Funny Frisch. Hey, schon gehört? Dich gibt's jetzt auch als Videospiel. Wo gibt's denn sowas? Das ist Echo, der schlaue Delfin. Er verliert seine Familie, findet neue Freunde und feiert ein Wiedersehen. Echo, das Unterwasserabenteuer. Sega, der Bessere gewinnt. Super! 3 Magic Petras, die richtig sprechen. Und jede spricht anders. Hallo, ich bin Petra. Wir können sprechen. Jede der 3 Magic Petras spricht andere Sätze und hat super langes Haar. Petra, yeah, yeah. Hallo, wir können sprechen. Wir sind die Boglins-Familie. Aus Eiern geschlüpft sind wir fürchterlich freundlich, zum Erschrecken leuchtend. Ein Boglin bleibt selten allein. Boglins. Das MB-Spiel des Monats. Hallo, hier kommt der fliegende Tausendfüßler. Rappel, hier kommt Rappelzappel. Rufst du Rappel, macht er Zappel. Wir rufen Rappel, er macht Zappel. Leg all deine Kugeln in Rappelzappels Hände und du hast gewonnen. Yippie! Rappelzappel, neu von MB. Er ist wieder da. Sonic 2. Diesmal mit seinem Freund Tails. Zu zweit doppelt so schnell, doppelt so knifflig und doppelt so haarsträubend. Sonic 2, das Videospiel. Igel schnell und fuchsteufelswild. Sega, the better one wins. Der Bessere gewinnt. So, die habe ich abgehängt. Diesmal wird nicht entdeckt, was jetzt Neues in mir steckt. Wir Crazy Krokos. Nein! Wir Crazy Krokos sind jetzt mit dabei, in jedem siebten Ei. Die Crazy Krokos, jetzt ganz neu in Kinderüberraschung. Der Monster. Monster Trucks, Micro Machines mit riesigen Reifen für Super Action. Monster Trucks springen im Stier in heißen Farben mit Super Federung. Micro Machines, die Originale. Kennst du Limit? Musst du kennen. Comic Action Abenteuer. Limit. Comic Action Abenteuer. 100 Seiten. Comic Action Abenteuer. Limit. Comic-Action-Abenteuer. Jeden Monat neu. Comic-Action-Abenteuer. Limit.
Comic-Action-Abenteuer. 380! Comic-Action-Abenteuer. Jetzt! Comic-Action-Abenteuer. Im Zeitschriftenhandel! Comic-Action-Abenteuer. Kreativ! Ciao, Sönke. Wollo, wohin gehst du? Ja, ich gehe zum Film. Wow, Wollo geht zum Film. Ich sehe schon die Titel vor mir. Die Schöne und Wollo. Wollo, der Schrecken der sieben Weltmeere. Wollo und Dracula. Wollo und Batman. Wollos Rückkehr. Batman lässt es lieber bleiben. Der nackte Wollo 33, ein Drittel. Was? Ja, so wie die nackte Kanone 2,5. Ne? Ach so. Ja, und Wollo der Meerlöwe. Wollo Buster. Super Wollo. Bist du jetzt endlich fertig, Sönke? Ja. Ich wollte dir nämlich nur sagen, dass ich zum Filmladen gehe und mir einen neuen Film für meine Kamera besorge. Das war alles. Hoppla.